Hallo und herzlich willkommen zum Karneval von Zelda Majora's Mask. Wir sind auf dem Weg zum Endgegner der Majora's Maske. Und wir müssen jetzt auf diesen netten Turm hochsteigen, wie wir es bereits schon mal getan haben und damals die Ocarina gekriegt haben, um die Zeit damit rückgängig zu machen. Jetzt sind wir praktisch durch mit dem Spiel und es ist praktisch nur noch der Boss zu besiegen. Okay, das Tor öffnet sich. Und wir können nun hier hinein. Ich bin wirklich aufgeregt, was noch so passieren könnte. Nach Carpais Quest war das alles schon ein bisschen fraglich. So, ich kann hier hochgehen und das tue ich doch glatt mal. Ja. Das Horrorkit. Schwester! Teil! Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die vier, die dort gefangen sind, bring sie her. Dass der Balken das aushält? Auch fraglich. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Jetzt reicht's. Ich werde nicht zulassen, dass dein Plan aufgeht. Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Hey. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. Bah! So. Gut. Wir verhindern mal das Unabwendbare und spielen die Musik der Götter. Puh. Hast den Gesang des Himmels gespielt. Erdbeben? War das der Mond? Es ruckelt und zuckelt. So. Jetzt kommen sie, glaube ich, diese Giganten, was uns diese Omi schon erzählt hat. Okay, das Horrorkind hat Angst. Die wollten das ja schon immer beseitigen. Und vielleicht tun sie das jetzt einfach. 100 Meter oder 100 Schritte von oben, rechts, links, unten. Sollten die jetzt daherkommen? Der Mond ist echt gefährlich nahe. Scheinen die jetzt? Sind das diese Giganten? Ein Gigant macht den nächsten. Sieht halt alles widerlich. Also stell dir mal vor, du wohnst jetzt in der Stadt, bist jetzt gerade nicht Link, bist jetzt Anju oder so und auf einmal sind da riesige Viecher, die irgendwie aussehen wie so ein, keine Ahnung, Gesicht mit Beinen und Bart. Der Bart war an dieser Stelle wahrscheinlich sehr wichtig und essentiell. Und denken sie auch so, what the fuck, aber ich meine, vorher wäre auch schon beinahe der Mond auf dich herabgestürzt. Der Mond, der irgendwie ziemlich klein wirkt gegenüber der Stadt. Okay, sie halten ihn auf. Ah. Ja, Okay. Haben sie es geschafft? Liegt er jetzt einfach auf der Erde? Ist es so ein ganz sanfter Aufprall? Ich meine, diese Geschwindigkeit, wo der runtergekommen wäre, wäre eh nicht so viel passiert. Wäre der Turm vielleicht kaputt gegangen.
Also wird zerquetscht von euch, ich meine, man hätte fliehen können. Okay, er wurde vorher gehalten. Hey, das ist Rocket. Ja, er ist stehen geblieben. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Schwester. Teil. Wie sie nicht einfach auch Bruder sagt, sondern einfach so Teil. Wir haben es gerade noch geschafft. Die Götter waren uns gnädig. Hey, Horoket. Hast du nun erkannt, was du im Begriff warst zu tun? Warte, Schwester. Sei nicht so hart mit dem Horoket. Teil, warum nimmst du ihn in Schutz? Er hat dich doch nur schlecht behandelt. Du solltest ihn dafür hassen. Wie bringt man ihn wieder hoch? Keine Ahnung. Hochschleudern. Das Horror-Kid, es war nur einsam. War mein Bildschirm, muss ich schon wieder ausschalten. Es hat versucht, alles um ihn herum zu zerstören. Das ist nicht gerade die Art, wie man sich ein einsames Kind benehmen würde. Es war die Maske, die es dazu trieb. Das Horror-Kid konnte diesen Mächten keinen Widerstand bieten. Es war zu viel für ihn. Quatsch, nicht nur. Dass es weder über Willenskraft noch Mut verfügt. Es ist auch ein völliger Narr. Da muss ich dir recht geben. Zu viele Schwächen hielten es von ab, an meiner Macht teilzuhaben zu wollen. Yeah, stimmt. Gib deine Dummheit zu. Huch. Es ist die Maske, die jetzt mit uns redet. Eine Marionette, die nicht länger benutzt werden kann, ist Abfall. Hey, das Horror-Kit ist frei. Und das ist jetzt einfach nur noch das Kit. Der Part dieser Marionette ist nun vorüber. Das kann nicht sein. Was geschieht nun mit dem Mond? Ich glaube, der Mond hat irgendwie die Maske verschluckt. Genaueres kann ich jetzt auch nicht genau feststellen. Und er hat sehr glühende Augen. Ich bin, um zu verzehren. Verzehren alles. Oh. Ich denke nicht, dass ein Mond so funktioniert und ein eigenes kriegen kann und so, aber ich meine, einiges stimmt an dieser Stelle nicht. Da kann man auch einfach mal sagen, dass der Mond alles verzehren will. War das gar nicht gut? Wir müssen hier weg. Rasch, die Hymne der Zeit, die Hymne der Zeit. Oh nein, du machst wohl Witze. Sag nicht, dass du da hinauf willst. Eigentlich schon. Vergiss es, du kannst alleine gehen. Ich bleibe hier bei Teil. Ich werde gehen. Wie? Was hast du da gesagt, Teil? Was ist denn los mit dir? Ich will nicht immer davonlaufen. Ich wäre stärker, wenn hätte ich das alles verhindern können. Okay. Ich verstehe, ich werde gehen. Teil, du bist richtig stur geworden, genauso wie jemand anders, den ich kenne. Wisst ihr seid wirklich blöd. Okay, dann lasst uns mal verzehren. Taya kommt hoffentlich jetzt mit oder halt auch nicht. Taya ist halt eh dumm. Oh mein Gott, wie ist in meiner Vorstellung hatte diese Baum, diese Wiese. Gehen aber mal zu dem Baum und da hockt jetzt wahrscheinlich gleich wieder der Darkling. So, was haben wir denn da? Da steht jemand. Da sitzt jemand. Das ist verrückt. Was haben wir da? Das ist ja letztes. Den machen wir als letztes. Jetzt mit den anderen Kindern spielen. Okay. Ja, ich will nur vielleicht Reihenfolge machen. Weiß ich nicht. Ich will schauen, was es hier so gibt. Vielleicht habe ich eine Auswahl, was gut war. War das gut? Ich glaube, das war gut. Gut war scheiße. Was bist du? Du bist Windmoll. Du bist eh Kacke. Du bist Odowaller, oder? Hm? Ach, schönes Wetter, findest du nicht auch? Ja, mega geil. 21 Grad draußen. Masken, du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also die Masken, gib mir welche.
Ich möchte meine Hasenmaske eventuell noch nicht hergeben. Ich nehme einfach mal die, weil ich die, denke ich, nicht brauche. So, sortieren wir nach Nutzlosigkeit aus, wie oft ich die gebraucht habe. Einmal. Zweimal. Einmal. Öfter. Einmal. Nullmal. Einmal. Ja, fangen wir einfach mal hier an. Okay, wir machen einfach der Reihe nach. Am Ende sind eh alle weg. Ach so. Dankeschön. Du bist ein netter Kerl, oder etwa nicht? Doch nicht? Verstecken, lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich. Oh Gott, wir spielen Verstecken. Die Hauptmarkt noch nicht, okay. Okay, hier geht's, denke ich mal, raus. Und ich muss jetzt da wahrscheinlich durch. Mit irgendeiner drehen Scheiße. Sehr willkommen ist das Ganze hier. Okay, ich fliege einfach jetzt mal gerade aus. Das müsste dann gut dahin hauen. Okay, abtauchen. Okay, ich denke, ich muss nach da drüben oder sollte ich nach da hinten drüben? Ich glaube, ich sollte nach da hinten drüben und dann muss ich von da aus nach da hinten. Okay. Die Hauptmasken noch nicht. Okay, ja, die Hauptmasken lasse ich da. Okay. Ich denke, die brauche ich nämlich eh für diese Quest hier, wo ich gerade stehe. Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich auf die goldene Blume kommen. Wie komme ich da am besten hin? Jetzt sollte ein guter Zeitpunkt sein, der entgegenzufliegen. Ich mich hier beeilen muss. Oh, Alter, jetzt bebt das alles. Okay, da hinten ist ein Herzteilchen. Weiß nicht, ob du man das eine Variante weitergeben kann oder nicht, aber die brauchst du, ich weiß noch, okay. Ich gebe mir Mühe. Okay, wir haben ein Herzteil nochmal gefunden. Du hast bereits zwei Herzteile eingesammelt. Ja, also noch eins und dann kriegen wir sogar noch ein Herzchen mehr. So, und ich denke, dass wir jetzt nach da hinten müssen. Okay, dann schaue ich mal wieder, dass ich wieder aufs Goldene komme, wenn es vorbeifliegt. So. Abtauchen, bevor das Ding kommt. Boah, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Wo muss ich jetzt hin? Da muss ich durch. Und zwar jetzt. Oh Gott. Okay, da ist es. Dann geben wir die nächste Maske ab. Also die Maske der Nacht. Zweimal benutzt, zwei Herzteile bekommen. Diese Maske, nimm sie ab. Okay, ich nehme sie ab. Ich werde ein normales Mensch. So, du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Nimm die Maske der Nacht. Hey, danke schön. Du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Deine Freunde, was für Leute sind das? Ich frage mich, diese Leute betrachten dich als Freund? Ich hoffe doch mal. Versuche immer hilfsbereit zu sein. Und ich höre eigentlich oft, dass ich eine gute Freundin für manche Leute bin. Okay, nehme ich mir gleich die nächsten zwei Masken bereit. Und ich denke, als nächstes werde ich dann Go suchen. So, die Kabum-Maske war immer eine süße Kabum. Maske. Haben wir einmal benutzt. Die Felsenmaske haben wir ein paar Mal öfter benutzt, einfach weil ich zu voll war, mich zu verstecken. Ja. Beides Dinge, die man durchaus hergeben kann. So, wir suchen jetzt gut. Du bist der Arschlochwurm von dem letzten Ding. Was bist du? Keine Ahnung, ich sehe gerade deine Fresse nicht. Was bist du? Bist du gut? Ich glaube, er ist gut. Ach, schönes Wetter findest du nicht auch. Immer noch 21 Grad und teilweise sonnig, obwohl die Sonne bereits untergegangen ist. Masken, du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Ach, das soll der Mini-Maskenverkäufer sein. Dann werde ich mit dir spielen. Als die Masken. Gib mir welche. Hier, die Kabum-Maske. Mehr. Was? Mehr? Okay, dann kriegst du die auch gleich noch, die Felsmaske. Kannst sie verstecken. Dankeschön, du bist ein netter Kerl. Oder etwa doch nicht? Verstecken, lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich.
So, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, an dem man mal diesen Trank trinken sollte, weil man jetzt wahrscheinlich rollen muss. Ja, es sieht schon sehr energielastig aus. Wir trinken einfach mal diesen netten Saft. Habt ihr ja nicht mitbekommen, das haben wir noch in der letzten Sekunde, haben wir uns noch schnell diesen Saft besorgt, damit wir ja unendlich Energie haben. So. Aber ich bin auch dafür, dass wir an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen. Einfach so random machen wir hier jetzt einfach mal einen Cut und nächste Folge springen wir dann darüber. Bis zum nächsten Mal. Bye.